Es scheint ja eine gewisse Einigkeit zu geben, dass wir das Speicherthema auch zeitlich differenziert betrachten müssen und sozusagen jetzt nicht sofort einsteigen müssen, auch schauen müssen, wo sind kurzfristige Optionen, die es natürlich auch nicht umsonst gibt. Was ich jetzt gerne nochmal ansprechen würde, um mal die Diskussion zu beginnen, wäre diese Frage Zusammenhang Speicherausbau, EE-Ausbau und auch das Thema Abregelung. Gerade bei Pumpspeicherwerken haben wir ja auch dieses Akzeptanzproblem durchaus und dann sagt man natürlich immer, gut, man braucht diese Anlagen für die Erneuerbaren. Gleichzeitig hört man jetzt natürlich auch das Argument, auch von den potenziellen Investoren teilweise, dass gerade die Erneuerbaren dann auch die Wirtschaftlichkeit wiederum untergraben. Das schließt natürlich jetzt an die Diskussion heute Morgen zu den Kapazitätsmechanismen, also die Preise in der Mittagsspitze mit PV kaputt machen, wo eigentlich bisher ja eben Strom erzeugt wurde von den Pumpspeichern und so weiter. Und daraus wird ja dann oft auch abgeleitet eine Forderung, dass man sozusagen auch die Erneuerbaren anders in den Markt reinbringen müsste, die Einspeisevorrang und so weiter abschaffen müsste. Das würde mich mal interessieren, auch hinüber vielleicht, wie Ihre Position dazu ist. Und auch dieses Thema Abregelung als eine Option würde ich gerne nochmal ansprechen. Also ich denke, das ist durchaus auch was wir ganz tabufrei als eine Möglichkeit sehen, wobei sich aber da eben auch so ein bisschen die zeitliche Perspektive stellt, also so in einem zukünftigen System, wo wir sozusagen dann auch einen sehr hohen Anteil haben an Erneuerbaren, kann man natürlich sagen, da müssen wir jetzt nicht jede Kilowattstunde unbedingt speichern, aber die Frage ist natürlich auch ein bisschen so der Weg dorthin. Also jetzt sind wir in einer Situation, wo wir Erneuerbare ausbauen und wo wir natürlich dann früher oder später auch die anderen Optionen ausbauen müssen. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, fangen wir jetzt schon an mit Abregeln und nehmen sozusagen dann auch den Druck raus also auf die anderen Optionen und den Ausbau? Oder ist dieses Thema Abregelung dann sozusagen eine Option in der Zukunft, wenn wir dann wirklich sehr viel haben und dann natürlich wirklich nicht mehr jede Kilowattstunde speichern müssen? Gibt es zu diesen beiden Punkten hier auf dem Podium nochmal Anmerkungen? Sie hatten mich ja direkt angesprochen, Herr Bauknecht. Es ist natürlich schwierig zu sagen, gerade so dieses Wechselspiel Erneuerbare und Speicher, da ist natürlich einiges dran, aber es betrifft ja nicht nur die Speicher, es betrifft ja generell die Kraftwerke. Und im Endeffekt muss man eigentlich sagen, das knüpft auch an die Diskussion heute Morgen an, wir sind einfach so weit, dass die erneuerbaren Energien nicht mehr in einer Nische sind, sondern ja mit einem großen Anteil, letztes Jahr waren es ja 20%, im ersten Halbjahr haben wir ja über den 20% schon gelegen, sprich der Anteil wird immer größer und dementsprechend wird es Zeit, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man eben die erneuerbaren Energien in das verbleibende System anders, eben nicht mehr als Nischengröße integrieren kann. Und damit ist es für mich weniger das Wechselspiel zwischen erneuerbaren und Speichern oder erneuerbaren und konventionellen Kraftwerken jetzt auf der einfachen Vergleichsschiene, sondern man muss das schon irgendwo im Gesamtkonstrukt sehen. Was können wir für ein System erarbeiten? Was können wir für ein System anwenden? Wo wir insbesondere zukünftig, wenn wir in Richtung 50%, 80% oder wie es ja auch schon angeklungen ist, 100% Erneuerbare gehen wollen, wie können wir da alle erforderlichen Komponenten des Systems so zusammenführen, dass es nachher nicht mehr eine reine Planwirtschaft ist? In so eine Richtung könnte es ja auch gehen, sondern dass es trotzdem eine Fortführung des liberalisierten Marktes ist und wo eben die wirtschaftlichen Aspekte und Anreize gegeben sind, um alle Komponenten entsprechend zu bedienen. Insofern also ganz klar, auch nicht nur jetzt Stichwort Weiterentwicklung EEG, das ist natürlich durchaus auch relevant, aber eigentlich visionärer gedacht das Stichwort neues Marktdesign. Ich denke, man muss auch klar sehen, man darf das immer tabufrei diskutieren. Abregeln ist eine Option, aber man muss auch den Horizont größer fassen und sich fragen, wie viel Energie, die wir heute gar nicht diskutieren, verbrauchen wir im Wärmebereich, im Hausheizungsbereich, im Warmwasserbereich. Das sind alles Energien, die wir parallel betreiben. Das heißt, wir würden eventuell lokal irgendwo abregeln, Wind- oder PV-Systeme, würden zugleich Erdgas verbrennen, um eine Brennwertkessel zu betreiben. Muss man sich natürlich fragen, ist das sinnvoll oder soll ich nicht lieber diese Märkte zusammenführen im Sinne der Technologie, dass ich auch die Energie statt abzuregeln, was trotzdem auch machbar sein muss, aber wenn es vielleicht dort gerade lokal machbar ist, zur Wärmeerzeugung nutze und schlicht und ergreifend die Energie nicht verschenke, sie vielleicht unter Wert einsetze, was aber allemal wertvoller ist, als sie gar nicht zu nutzen an der Stelle. Und darum möchte ich einfach nur den Fokus erweitern und sagen, Stromnetz ist das, was
sensibel ist, was geregelt werden muss. Aber ich habe noch andere Optionen. Ich kann in andere Energiesektoren reingehen, die vorhanden sind, die unter Umständen leichter zu bedienen sind. Ja, Herr Nikleptin, und dann würde ich auch noch mal auf Diskussionsbeiträge aus dem Publikum bitten. Ja, voll d'accord mit dem zuletzt Gesagten von Herrn Dötsch. Deswegen hatte ich ja vorhin auch erwähnt, das Thema Power to Heat ist ein ganz wichtiges als kurzfristige Flexibilitätsoption. Ansonsten, Abregelung, ist das kurzfristig oder langfristig sinnvoll? Soweit ich es sehe, sind die Abregelungen, die wir zurzeit sehen, hauptsächlich durch lokale oder allenfalls regionale Netzengpässe bedingt. Und diese Netze werden auch ausgebaut. Nur ist es in der Regel eben so, dass der Netzausbau nicht ganz so schnell kommt wie der EE-Ausbau. Und deshalb macht es auch keinen Sinn, sage ich mal, da jetzt Speicher zu installieren, nur um 2 Jahre später dann eben das Netz dann da zu haben und die Speicher nicht mehr zu brauchen. Ja. Gibt es weitere Diskussionsbeiträge? Vielleicht mal hier. Jakob Wachsmuth, Universität Bremen. Ich hätte also erstmal eine kurze Anmerkung zu diesem letzten Gedanken zu Power to Heat, also war jetzt mehrfach die Rede von, aber bei der Abregelung, da wo wir die großen Spitzen haben, das ist bei Windparks vorwiegend, da gibt es keinen Wärmebedarf in der Nähe, also da ist das aus meiner Sicht überhaupt keine Option. Also das gibt sicherlich Bereiche, wo das Sinn macht, aber für die ganz großen Spitzen eben nicht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mal darauf eingehen, dass also das Thema Power to Gas ist jetzt hier so relativ am Rande behandelt worden, aber es war die Rede davon, dass wir langfristig auch saisonal was speichern müssen und alle vorgestellten anderen Speicherkonzepte werden das nicht leisten können. Ob Sie da jetzt noch Alternativen sehen zu Power-to-Gas für eine langfristige Speicherung über Wochen hinweg? Gibt es gleich noch einen weiteren Beitrag oder Frage? Ja, hier vorne, Entschuldigung, ja. Ja, nochmal Thomas Löw. Mir ist was aufgefallen. Sie hatten vorher gesagt, Herr Nikleptin, dass für Sie der Referenzpreis quasi der Erzeugungspreis von der Gasturbine ist. Nämlich, glaube ich, bei 3, 4, 5 Cent für die Kilowattstunde liegt. Jetzt hat aber Herr Dötsch vorher vorgestellt, dass wir ja diese Speichertechnologien auf verschiedenen Netzebenen uns anschauen müssen. Das heißt, der Referenzpreis, den Sie gerade angesprochen haben, gilt ja dann letztendlich für die Höchstspannungsnetze, also für die bisherige Erzeugungsebene. Und für die Batterien, die wir aber an die Photovoltaikanlage auf dem Dach beim Privathaushalt anschließen, gilt meines Erachtens ein völlig anderer Preis. Nämlich da gilt ja letztendlich dann der Preis, den der Endverbraucher bezahlen muss. Und wenn wir das mal durchspielen, kriegen wir nämlich für die verschiedenen Speichertechnologien unterschiedliche Preise. Und wenn wir das wiederum weiterdenken, bedeutet das, dass wenn wir möglicherweise die Preise weiter steigen werden für bestimmte Verbrauchertypen, aufgrund der Netzumlagen beispielsweise oder aufgrund höherer Kosten für fossile Energien, kommen bestimmte Technologien dann doch plötzlich in einen Bereich rein, dass sie für uns viel früher ökonomisch interessant werden, als eben allein dieser erste Preis, den Sie gerade genannt haben. Burt von der SPD in Berlin. Ich möchte auf eine Sache noch hinweisen, was die Abregelung angeht. Es gibt ja seit einer Zeit schon die Diskussionen um die erneuerbaren Energien und die damit verbundenen Zuschläge auf die Strompreise. Und ich halte das für ein sehr sensibles Thema, die Frage der Abregelung, weil das also auch schon in der jüngeren Vergangenheit presseöffentlich genutzt worden ist, um darauf hinzuweisen, dass auf der einen Seite Milliarden an EEG-Umlage zu zahlen sind und auf der anderen Seite sozusagen Strom weggeschmissen wird, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Also ich glaube nicht, dass man in einem größeren Umfang das transportieren kann, zumindest politisch transportieren kann, an den Endverbraucher, dass da irgendwie größere Mengen Energie nicht sinnvoll genutzt werden können und deswegen quasi weggeworfen werden. Also ich glaube, das ist sehr schwer, das verständlich zu machen, dass aus ökonomischen Gründen es eben nicht sinnvoll ist, bestimmte Sachen zu speichern.
weil es eben an der Stelle irgendwie nicht passt oder weil die Mengen zu gering sind. Und ich denke, das sollte man dabei beachten und nicht nur technisch, wirtschaftlich das diskutieren, sondern auch diese Komponente sich dabei immer im Hinterkopf behalten, dass das ein ganz schwieriges Thema ist, öffentlich. Danke. Wer möchte auf die drei Punkte reagieren? Also ich möchte kurz auf den Beitrag aus Bremen eingehen. Ich sehe das auch so, dass mit den Windparks und den hohen Spitzen dort eigentlich nur eine Stromsenke in der Nähe des Windparks in Betracht kommt und eine Elektrolyse dort wäre quasi passend und man könnte das dann entkoppeln von der Idee, das Ganze dann rückzuverstromen, quasi eine ähnliche Idee wie Power to Heat. Jetzt gibt es da keine Wärmesenke, okay, mache ich Wasserstoff und betanke damit Autos. Also dass man sich aus dem Stromsystem so eine zweite Nutzungsebene, sozusagen eine Art Abzweig erschließt. Das ist natürlich auch teuer, aber alles ist im Umbruch, die Mobilität auch. Und sozusagen, das wäre eine sinnvolle Ergänzung, statt abregeln, einfach dort ein alternatives Produkt herstellen, Wasserstoff, dann brauche ich nicht den Netzausbau zwingend, ich brauche keine Wärmesenke, aber ich brauche eine Tankstelle und das, nehme ich mal an, passt dann räumlich besser zusammen. Ja, da ich jetzt relativ direkt angesprochen war von Ihnen, wie das politisch verkauft wird, glaube ich, sind Sie der größere Experte logischerweise als ich. Ich würde hier als Wissenschaftler stehen. Ich glaube, man muss es wirklich vergleichen damit, wenn ich es speichere, geht es nur mit, ich sage mal, hart Subventionen oder wie es politisch richtig heißt, auch mit anderen unterstützenden Maßnahmen. Kostet Geld, zahlt wahrscheinlich der Endverbraucher. Das heißt, wenn ich als Endverbraucher dann die Wahl habe, die Kilowattstunde schon teuer bezahlten, aber regenerativ erzeugten Strom noch mal teurer zu speichern, wäre mein Portemonnaie mir näher und ich würde sagen, dann vielleicht doch lieber abregeln möglicherweise. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist nicht einfach zu verkaufen von der Logik her. Man muss da wirklich sehr vorsichtig mit umgehen. Diese Denkverbote gibt es ja eigentlich nicht. Auch bei Wissenschaftlern hat man lange gedauert, bis man sich dazu durchgerungen hat, weil das tut einem weh. Aber heute bei der großen Durchdringung wird man nicht ganz drum rumkommen. Aber ich gebe Ihnen recht, man muss sich das sehr vorsichtig angehen, weil auch ich zu Hause würde mir sagen, wenn ich schon 3,5 Cent oder wenn ich 5 Cent pro Kilowattstunde draufzahle und dann wird es noch abgeregelt, das klingt für mich nicht gut. Ist ein Verkaufsargument, dass man es klar machen muss, sonst wird es teurer an der Stelle. Ich würde noch eins sagen zu den saisonalen Speichern. Da möchte ich meinem Vorredner unbedingt recht geben, wenn ich Power to Gas sage und das auch wirklich meine, also nicht Power to Gas to Power, was die häufig gesagt wird, kann man darüber nachdenken, weil man auch immer ketzerisch sagen muss, an der Küste sind auch keine Autos, da sind keine Wohnungen und keine Autos. Also ich muss das Zeug auch das noch transportieren. Bleibt das Problem. Gas kann ich natürlich in Pipelines transportieren, ist auch eine Menge Energieaufwand, wenn ich es nicht zurückverstrome, aber immerhin noch erträglich, weil auch bei der Rechnung muss man immer bedenken, ich muss grob fast die doppelte Menge Gas transportieren, um am Ende eine Kilowattstunde Strom wieder rauszukriegen, was den Transport erhöht. Wo ich immer die Frage aufwerfen möchte, brauchen wir wirklich saisonale Speicher am Ende? Das ist eine Frage, die steht so im Raum, wird behauptet. Nick Lepin sagt, ja, brauchen wir überhaupt Speicher demnächst erstmal? Ist eine berechtigte Frage und ich habe immer versucht zu unterscheiden, Energieausgleich, den müssen wir erreichen und ob es über saisonale Speicher sein muss oder ob es wirklich die Gasturbine ist, die für diesen dunklen, windstillen Tag vielleicht notwendig ist, ist eine ökonomische Frage meines Erachtens und ich bin mir nicht sicher, ob wir sie wirklich brauchen, fände es aber charmant, wenn wir sicherlich Wasserstoff ins Auto bekämen. Wenn ich dafür wieder um 5 Cent auf meinen Strompreis zahlen muss, weiß ich nicht, ob ich es charmant fände. Auch das muss subventioniert werden wahrscheinlich. Ja, zum Thema Akzeptanz vielleicht auch nochmal, das ist natürlich ein schwieriges Problem der Kommunikation. Das haben wir in vielen Bereichen, auch bei Power to Gas, auch da ist ja die öffentliche Wahrnehmung, warum wird das nicht gemacht? Die Gasleitung ist ja schon da und der Windstrom ist dann überschüssig, also ist ja ganz einfach. Dass ich dafür eine Elektrolyse brauche, die, sagen wir mal, bei so einem Windpark, wie eben erwähnt wurde, wo dann vielleicht 10% der Strommenge abgeregelt würde oder dann eben mittels Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt würde. Während des restlichen Jahres steht das Ding rum, ja, und kostet eben. Das ist schwer zu vermitteln, aber ich denke, als Politiker muss man sich schon dem Versuch unterziehen, diese Dinge dann wirklich auch mal zu vermitteln, auch wenn es schwierig wird. Und das gilt für das Thema Abregelung.
denke ich ganz genauso. Man muss es den Leuten wirklich mal versuchen zu erklären. Gut, wir sind eigentlich schon ziemlich am Ende der Zeit. Hier gibt es noch eine Wortmeldung, wahrscheinlich direkt zum Thema. Vielleicht noch eine danach. Hier drüben. Also, sorry, ich hatte das Mikrofon gerade. Ach so. Gut, also dann haben wir noch drei Wortmeldungen jetzt, wenn ich das richtig sehe. Und dann denke ich schließen. Meine Frage ist auch ganz kurz, die geht in Richtung dieses Komplexes, sind Speicher eigentlich Verbraucher oder Erzeuger? Mich würde mal interessieren, was Sie denn für Akteure sehen sozusagen oder welche Akteure zukünftig eigentlich Speicher betreiben, ob das vielleicht auch in Richtung Netzbetreiber gehen sollte und was da sozusagen an gesetzlichen Rahmenbedingungen dann nötig ist. Vielleicht sammeln wir die drei Fragen kurz. Tobias Tusch von Greenpeace Energy. Ich würde gerne zwei Kommentare geben. Ein Elektrolyseur würde nicht nur 10% des Stroms aus dem Windpark ausnehmen, sondern es gibt durchaus andere sehr sinnvolle Betriebsszenarien, wo dieser laufen kann. Nämlich er kann zum Beispiel Systemdienstleistungen fürs Netz anbieten. Das ist heute Morgen sehr detailliert besprochen worden. Und der andere Punkt, Sie haben eben gesagt, die EEG-Umlagenbefreiung für Strom, der in Speichern genutzt wird, würde gelten. Herr Koch hat eben sehr schön beschrieben, dass dieses Eigenverbrauchsszenario, was Eingangsgröße dafür wäre, bei dem Konzept Windgas oder Power-to-Gas eigentlich nicht gilt und damit auch nicht die EEG-Umlagenbefreiung. Das ist eigentlich ein systematischer Fehler, glaube ich. Okay, und dann hatten wir noch einen dritten Beitrag hier. Bethker vom Projektträger DLR in Bonn. Für meine Begriffe ist in der Diskussion eigentlich die kommunale Ebene oder die dezentrale Ebene ein bisschen zu kurz gekommen. Und daran, in diese Richtung geht meine Frage noch ganz kurz zum Schluss. Und zwar, wir haben ja noch ein bisschen Zeit und wäre es da nicht sinnvoll, noch stärker darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten eben in der dezentralen Speicherung bis hin in die Haushalte hinein, aber auf jeden Fall auch die kommunale oder regionale Ebene, da mal zu überlegen, welche Möglichkeiten sich da bieten. Da würde ich vielleicht mal direkt auch Herrn Hinüber ansprechen, der ja von Triennial auch Erfahrungen hat mit der Zusammenarbeit mit Stadtwerken, und vielleicht auch Herrn Nick Leptin, verbunden mit dem Appell von der Bundesebene vielleicht doch auch noch häufiger mal stärker auch bis in die kommunale Ebene hineinzudenken. Herr Hinüber, wollen Sie gleich was dazu sagen, vielleicht auch zu der Frage, ob Sie zum Netzbetreiber wollen? Ich guck mal, ich würde aber auf jeden Fall mit der dezentralen Speicherung anfangen. Bin ich bei Ihnen, klar, muss man sich anschauen, ist auch was wir vom Grundsatz her tun, wo wir uns also als Vertreter, und das sind wir an der Stelle auch der Stadtwerke, als Stadtwerke-Netzwerk, uns überlegen, wo können wir denn für unsere Stadtwerke, für unsere Gesellschafter auch sinnvolle, ich sag mal, neue oder angepasste Energieversorgungskonzepte entwickeln, die sich eben gerade konkret auf den kommunalen Bereich beziehen. Da haben wir auch verschiedenste Ideen, aber das ist bislang eigentlich eher noch so ein Thema Trend, den wir auf der Agenda haben, den wir erstmal ausformulieren, untersuchen müssen, wo wir aber noch nicht so weit sind, auch danach wieder von den wirtschaftlichen Randbedingungen her, dass wir da also an der Stelle direkt schon sagen könnten, wir haben jetzt die und die Idee und das wird jetzt schon in verschiedenen Stadtwerken umgesetzt. Da ist es eher so, dass wir also beispielsweise auch versuchen, in Kooperation auch mit Stadtwerken in solche Förderprogramme, wie Herr Nick Leptin sie auch angesprochen hat, reinzukommen, um speziell eben auch mal weg von der zentralen Ebene zu kommen und entsprechend die dezentrale Ebene auch in Bezug auf verschiedene Speichertechnologien näher zu untersuchen, um da einen möglichst großen Benefit für zukünftige Konzepte dann auch wirklich erarbeiten zu können. Hinsichtlich der Frage Speicherbetreiber ist es natürlich schwierig zu sagen, wer wird das zukünftig machen. Also mit Sicherheit werden es weiter die Energieversorgungsunternehmen machen, würde ich zumindest so sehen, weil wir als Triennial wollen es ja an der Stelle auch machen. Also da wird sich erstmal nichts ändern. Die Diskussion, ob es nicht auch Netzbetreiber machen könnte, die kommt immer mal wieder auf. Das hat man natürlich auch an verschiedenen oder in verschiedenen Themenfeldern auch so dieses ganze Thema rund um EEG-Vermarktung, Ausgleichsmechanismus verordnen, wo der Netzbetreiber ja auf einmal auch als in Anführungsstrichen Händler aufgetreten ist.
sind ja all solche Aspekte, wo das Feld eines Netzbetreibers auf einmal sozusagen von außen herangetragen erweitert werden soll. Wobei ich mir an der Stelle nicht sicher bin, ob das immer die effizienteste Lösung ist. Das sagen meines Wissens auch die Übertragungsnetzbetreiber selbst, weil es hier an der Stelle wirklich auch um andere Geschäftsfelder, um andere Kompetenzen und Erfahrungen geht. Insofern, hier müsste man mit Sicherheit mal weiter diskutieren. Ich möchte das Themenfeld nicht komplett ausschließen oder den Betreiber an sich nicht komplett ausschließen, aber ich persönlich würde zumindest sagen, es liegt nicht auf der Hand, dass es auch in so eine Richtung gehen muss. Herr Nikleptin, Sie sind nochmal angesprochen worden und dann können Sie sozusagen gleich das Schlusswort. Das Schlusswort, oder? Ja, Speicherbetreiber, das ist eine spannende Diskussion, die führen wir auch intern, aber ich kann Ihnen da bisher keine abschließende Ergebnisse sagen. Es gibt viele, die meinen, dass auch der Netzbetreiber Speicher betreiben sollte oder zumindest irgendwie Zugriff haben sollte. Und andere sind da strikt unbundled sozusagen gedanklich. Also das ist eine schwierige Diskussion, muss man vielleicht auch unterschiedlich sehen, ob ich jetzt auf der Hochspannungsebene bin oder im Verteilnetz. Und im Verteilnetz sind die Betreiber ja auch aktiv in dem Bereich mit kleineren Speichern auf örtlicher Ebene oder so. Und das ist übrigens auch so, dass wir, was die kommunale Ebene angeht, also wir gucken durchaus auch auf die kommunale Ebene und fördern auch verschiedene Projekte auf dieser Ebene, wo auch Speichertechnologien getestet werden, also Demo-Projekte praktisch. Vielleicht noch ein Wort zu dem Thema Power-to-Gas, EW-Umlage. Ich bin nicht sicher, ob ich Sie da richtig verstanden habe. Ich verstehe es jetzt mal so, dass die Befreiung gilt ja nicht, wenn das erzeugte Gas oder erzeugte Wasserstoff dann in einen anderen Sektor geht, sondern die Befreiung gilt nur, wenn das dann wieder in den Stromsektor eingespeist wird. Ja, das ist der Speichergedanke. Ich sage mal so, das ist aber juristisch problematisch, weil das dann faktisch bedeutet, dass der Stromverbraucher über die EEG-Umlage die anderen Sektoren quersubventioniert. Ja, und das ist ein juristisch leider kniffliges Problem, dass die Regelung, wie sie jetzt ist, ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ich sage mal so, da Power to Gas jetzt auch nicht das ist, was heute und morgen in großem Stil ansteht, ist die Regelung vielleicht auch nicht so katastrophal. Gut, dann schließe ich die Runde, bevor uns die Kollegen aus dem anderen Panel die Kaffeespeicher leer trinken. Herzlichen Dank an die Referenten und an Ihre Beiträge. Wir haben jetzt eine etwas verkürzte Pause, wir haben etwas überzogen. Es geht dann weiter um 16 Uhr mit dem Beitrag von Herrn Hohmann von der Bundesnetzagentur. Vielen Dank.